Nein, also ich warte mal, bis die Leute hier sind. Wir machen das Stück für Stück, weil bevor ich das jeden einzelnen erkläre. Okay, da ist der Nächste. Falk ist da dran. Ich überlege gerade, wie ich ins Richtige da rankomme. Also ich sehe schon das, was die anklicken. Du hast dich gerade so ausgefunden. Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Krass, dass auch nichts angezeigt wird, dass man jetzt irgendwie einen Fortschritt von einem Erfolg hat oder sowas. Ja, deswegen. Wie gesagt, wir warten noch auf die anderen, dann machen wir Schritt für Schritt. Ich gehe mal ganz kurz zu Katka. Ob der da was jetzt hat? Ich bin dann in 3 Stunden auch so weit wie ihr. Ja, alles gut, ich warte hier mal auf euch. Die Frage, die ich mir stelle, was hat Dossi angeklickt? Seite 9, die da drinnen liegt. Ja. Guck mal hier in das Regal, siehst du das? Ja, ich hab ganz doch, ganz oben hast du doch eine Schriftrolle liegen, ne? Ja, ach da, ach du Scheiße, ey. Sieht man ja gar nicht. Und so geht das gleich weiter. Ach du Heilige Mutter Maria Gottes. Ich will auch. Was? Seid ihr? Wie seid ihr so schnell bitte schön nach Dala gekommen? Alter, Dala. Ruhestein? Legions Ruhestein. Da gibt's nur Ruhestein. Den habe ich aber nicht, weil ich nicht gequestet habe hier. ist es der Quest die Hand des Schicksals? Nein. Weil hier steht irgendwas von die Rückkehr nach Argus vorzubereiten. Ach so. Doch, das ist, ach so, für die Argus-Kampagne, das ist es, ja. Okay, dann kann ich den ja schon mal annehmen. Hast du die Seite gefunden, Fernte? Guck mal hier, da, in diesem Regal. Über der Rose auf dem Regal liegt eine Seite drauf. Okay, dann habe ich den Quest zumindest, dann kann ich den mal bei Gelegenheit machen, wenn wir hier fertig sind. You don't have the permission. Was hat's gemacht, Klunko? Da kann ich nichts anklicken. Doch, kannst du, guck mal, hier liegt auch ein Buch drin, da siehst du das? Ja, ich sehe da mehrere Bücher. Ja, ganz oben ist die Schriftrolle, die siehst du, ne? Ja, ganz oben sehe ich Schriftrolle. Dann ein Regal darunter, da hast du auch ein Buch und einen Zettel links daneben. Ah, ja. Den Zettel soll ich anklicken. Ja, ich hab denn das... Sieh dir Seele und des Selbst, ja. Seite 9. Okay. So, ich bin jetzt endlich auch angekommen. Hey. Ja, komm mal in die Taverne. Da ran. Und nochmal. Sehr geil. So, da. Wie war das? Du wartest, bis alle da sind. Ich dachte mir auch gerade. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt auch zusammen zum nächsten und nicht jeder so, wie er denkt. Siehst du die Seite hier drin? Diese ganz dunkle. Seite 9? Ja. Hast du, ne? Ja. Die anklicken. Hab ich angeklickt. Sehr schön. Gut. Jetzt gehen wir, nehmen wir hier das Portal nach Karasan. Alter, ich weiß nicht, ob ich das hab. Ja, das weiß ich auch nicht. Solltet ihr haben, Jürgen. Hoffentlich. Sind sie noch da? Durchs Portal durch, ne? Ja. Wo ist er jetzt? So. Ah, okay, cool. Ich hoffe, die sind da unten noch. Zumindest einfach auf diesen. Aber eigentlich müssten die da unten sein, ja. Oh, da sieht man meinen schönen Fortschritt. Gar nichts. Oder auch nicht. Kann auch mal schneller laufen. Hier unten ist gar nichts. Keine Portale? Was? Nein, haben sie weggemacht. Dann müssen wir das anders machen. Sturmwind, oder? Wir müssen nämlich jetzt in den Dämmerwald. Ja, dann nehmen wir doch das Portal nach Sturmwind. Ja, dann nehmen wir das Portal nach SW1. Jo, das kenne ich. Jetzt gibt. Ja, das gibt's noch. Wir könnten natürlich auch die fehlenden Leute einfach ranporten. Wir haben 2 Hexenmeister. Ja, stimmt, das können wir auch machen. Ich bin gerade so doof, wie komme ich aus diesem scheiß Portalraum wieder raus? Einfach in die Mitte rein. Zurücklaufen. Oh, ich bin gerade vorbeigelaufen. Immer wieder auf den Punkt drauf. So. Hä? Oh, stimmt, Nee, ich bin gerade so doof. Du gehst den Weg zurück und dann ist auch da so ein blauer Punkt auf dem Boden. Da rennst du drauf. Der verschwindet immer, wenn ich da hochkomme. Wo müssen wir hin? Dämmerwald. Dämmerwald. Ich mach mal Ruhestand. Ohne Scheiß, guck dir mal den Stream an. Wenn ich von dem weglaufe, dann kommt der wieder. Ja, renn mal rauf da. Jetzt ist er wieder da, jetzt renne ich hoch und sobald ich oben angekommen bin, ist er weg. Du bist ewig gefangen. Ruhestand nach Stunden. Ja, warte einfach kurz, wie wir porten dich gleich wieder so. Gen Dämmerwald einfach. Ja, gut, okay, dann warte ich einfach. Lassen, ja, genau. So, liebe Leute, trappt man übrigens Todesritter. Ach, dann Monster einfach Fett. Ewig einsparen. Dann gucke ich mich jetzt einfach hier hin. Jetzt. Wie war das? Das ist das einzige Sinnvolle, wofür Hexenmeister gut sind, ne? Orden und Steinchen. Und Steinchen. Ach, und jetzt, das hat sich ja völlig geändert, das Portal. Ja, und hier muss es jetzt noch eine Seite geben. Ach, die müssen wir jetzt noch suchen. Ich dachte, du weißt wo.
In der Nähe des Mondbrunnens. Weiß ich, wie lange das her ist? Weiß nicht. Ist es auch der richtige Mondbrunnen? Ich bin der Meinung, ja. Das ist der. Also, wenn ich so eine Seite wäre, wo würde ich mich verstecken? Hier. Hier auf der Bank. Ja. Was? Seite 78. Wo würde ich mich verstecken? Hier so. Auf der Bank. Genau. Also, ich wenn hoffe nicht, dass wir jede einzelne Seite bis 78 finden müssen. Wenn ich aufsetzen würde, würde das auch gut. Ich weiß auch nicht, wo die Seite ist. Wohin jetzt? In das Hyljal. Wir gehen nämlich jetzt Ragnaros besuchen. Oi. Oh, wie kommen wir da am schnellsten hin? Hyljal ist ja ganz da oben. Ui. Shit. Wir haben das. Sturmwind und dann mit dem Portal rüber, oder? Gibt's die Portale noch? Ja, kommen wir zur Exodau zumindest. Beziehungsweise verehrte Küste. Hier. Wie heißt's? Hyljal ist doch auf dem Kontinent hier, oder? Nein. Quatsch. Wir könnten das Portal zur Dunkelküste nehmen, in der Tat. Genau. Ja. Und dann rüberfliegen. Es gibt ein Portal. Ach ja, stimmt. Da, das Portal. Richtig. Ich nehme das über das Ding ins Kirch. Das ist schön, wenn man einen persönlichen Chauffeur hat hier. Was? Ich gehe ja mal gucken, ob das Portal für den Hyljal überhaupt noch da ist. Das könnte weg sein. Ich mach das über Dunkelküste einfach ganz normal. Du kannst ja über Boralus und dann sagen, ich möchte ganz gerne zur Dunkelküste. Ach stimmt, es gibt doch auch die Portale in Stormwind. Die sind weg. Das ist jetzt halt die Frage, ob die weg sind oder nicht. Ich glaube, die hast du nur mit. Aber du hast wahrscheinlich mit. Hast du mit dem Char die Quests gemacht dort? Nee, aber rein theoretisch bin ich auf dem Stand von BFA. Deswegen sind die eigentlich freigeschaltet gewesen. Du musst nach links. An die Portale. Ja. Ach, die da, ja. Weg ist es. Ich gucke auch mal. Mich interessiert es einfach. Küste. Doch, die müssten, glaube ich, noch da sein. Da war ich letztens da. Also stehen noch Portale. Ja, aber Schmiede, ob du sie nutzen kannst, ist die Frage. Asiata, Silitos. Ich gehe schon davon aus. Man kann sie auch nutzen. Ja. Wunderbar. Und. Wieder auf einer Bank. Nee, kommt gleich, warte. So, ach ja, Hyljal war auch schön. Habe ich nie gequestet. Ah, das ist genial. Ich habe immer Vajir gemacht. Uldum. Das habe ich auch. Uldum. Und Uldum, ja. Das habe ich auch gemacht. Ah. Aschran, das ist Flugpunkt, den ich da noch hatte. Wo ist denn das Ding gewesen? Kurze Frage, wo war das? Nein, ich glaube, ich war noch nie in Ich auch nicht. Ich habe hier sogar Flugpunkte. nee, du bist falsch. Das ist oben bei dem großen See. Ach. Nee, beim Schloss. Dinger, ja, stimmt. Moment. Wüsste, wie man dieses Scheißportal. So, jetzt ist mein Fokus bei dir und ein Hallöchen in die Runde. Ja, guten Abend, Mio Teaser. Grüße Hi, dich. Hi, Mio Teaser. Alles gut bei dir? Alles fresh? Du hast absolut spannende Action gesehen mit Pre-Patch. Ihr könnt mal bitte. Hey, Gertgre, Gude, Dankeschön für deinen Sub. Dankeschön. Vielen Dank. 6 Monate auch schon. Dankeschön für die Unterstützung. Und weiterhin natürlich viel Spaß mit den Emotes. Fliegt mal bitte zum Raid der Feuerlande. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wahrscheinlich unten mit der Lava. Genau, da wo die Lava ist, ist der Raid. Den habe ich auch gemacht, der ist cool. Wobei, den kenne ich irgendwoher. Warum kenne ich den, wenn ich Hyal nicht gemacht habe? Ich nicht. Ist wahrscheinlich mit irgendeinem Govid-Trink mal durch. Was? Oh. Oder wahrscheinlich irgendwelche Videos gesehen, das kann auch sein. Einfach folgen, Ding. Einfach den roten Punkt auf Profis. einfach dem zurückgebliebenen Tank folgen, dann passt das. Ja, aber jetzt bin ich aber ganz schön beleidigt, so wie er mich gerade geschrieben hat. Phantom. Phantom. Das wird dein neuer Spitzname, Herr Phantom. Herr Phantom. Oh, ich finde den Titel Der Tod des Zerstörers echt cool. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Kataklysm. Ah, und okay. Dann Todesschwinge kaputt gemacht. Merkwürdig, ich habe den auch gekillt und hab ich den Titel? Ja, ich glaube Todesschwinge. Wie heißt der? Todesschwinge habe ich, glaube ich, nie geschafft. Der Tod des Zerstörers, den Titel, den ich drauf habe. Nö, den habe ich nicht, obwohl ich habe mehrmals den gelegt.
Ja, schade, war eben noch wegen Gewinnspielauflösung im anderen Stream und wie immer nicht gewonnen. Na, ärgerlich sowas. Ja. Was gab's denn zu gewinnen? Best gerade mitmachen. So, wo soll man denn hin? Wo ist denn der Kai? Hier hinten ist der Eingang. Ja, war Boah, ich habe gerade nichts gehört. Der Gerd Grizonk hat hier gerade reingehauen. Ja, einfach kurz beim Eingang warten, weil da müssen wir nämlich jetzt rein. Ja, okay, cool. Dann können wir es ja auch gleich direkt durchmachen. Ja, dann können wir sagen, direkt durchmachen, richtig. So. Rein, fang an und dann müssen wir Ragnar austöten. Was war Harm, haben wir. Was war Harm, haben wir. Genau. Level 35. Weiß gar nicht mal, wie es da lang geht. Vorsicht, häng aber wieder. Ach doch, die Jenny habe ich auch gemacht. Ja, habe ich auch. Ist ein Raid. Boah, ich habe den hier mit einem abgefüllt. War schon der erste umgefallen. Können uns gerne aufteilen, was die Bosse angeht, dann geht das gerade in dicken Züge. Ich gehe nach rechts. Ich gehe dahin, wo das Mob Mount droppt. Wo ist das? Alice, Sarah. Die Spinne müsste das sein, ne? Nee, ah, ja, das ist der Feuervogel. Der Feuervogel. Ich bin dafür, wir gehen jetzt erst den Feuervogel killen und dann die anderen. Boah, ich mache jetzt die Spinne. Wie ist euer Fahrplan für heute? Also eigentlich war unser Fahrplan heute, dass wir uns das schöne Prä-Event angucken und nach einer gefühlten halben Stunde waren wir durch. Deswegen machen wir jetzt gerade so ein bisschen... wir wollten eigentlich, oder was heißt wir wollten, wir sammeln gerade solche Seiten für ein Mount. Ich kann es dir gleich nochmal zeigen, wenn da keiner aufsteigt. Gedankenwurm des Rätselmeisters. Oder so, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade im richtigen folge. Guckst mir, also tendenziell alles richtig gemacht. Das bist du? Nee, das bist nicht du. Ich folge dir nicht. Oh doch, ich folge. Lol, ich habe ich hatte jemand anderen markiert und dachte, dem folge ich. Gut, dann folge ich dem richtigen. Wo ist die Spinne? Wir machen das Spider kurz. Wer wollt jetzt? Ah, da bist du. Die ist so süß. Oh, ich bin tot. Ich kann nur ein bisschen Bergbau machen. Komm runter. Ich hab da so ein bisschen was. Einmal drüber. Ach, was, alles gut? Nein! Sterbi. Sterbi, genau. Ah, scheiße. Oh, Lava ist nicht so, Lava ist nicht so schön. War das schon der Boss? Wir haben gerade die Spinne gelegt, ja. Oh, ihr habt die Spinne gelegt. Da war es nicht so schön. I think I spider. Ja, ja, genau. I think I spider. Spider shines. Und jetzt hier der Ding ab da drüben. Ah, in der Quest bist du auch gerade dran. Cool. Ich hab bis jetzt vorhin gar nicht mitbekommen, Kai. Wie viele Seiten sind das? 9. Ach, 9. Warum war dann die Seite vorhin 78? Das sind irgendwelche random Zahlen. Ach so, toll. Das sind wirklich random Zahlen. Die mir auf dem Hügel die Freiheit brachte. So, die machen gerade den Vogel. Der stirbt einfach, wenn er wohl ein Dot drauf hat. Hört erst, bevor es Eier legt, Dossi. Nein, der will. Bleib doch hier, flieg nicht weg. Will ich haben. Geht eigentlich eisige Pfade über Lava? Ich sollte. Sollte ja. Eigentlich gehen, ja. Ich diene jetzt einem neuen Meister, sterblich. Scheiße! So viele Mobs hinter mir, ich hab den Abgrund nicht gesehen. Ah, komm mal, da ist sie tot. Ach, schade. Ich hab noch Rüstung gekriegt. Ich auch. Echt schade. Gut. Du willst, kannst du... Nee, mach auch mal anders. Was denn? Erstmal unter bei Ragnar raus. Ragnar, denkst du uns? Lord Rylon, den müssen wir erst noch machen. Kriegt mein Boss nicht gekillt, weil ich ständig sterbe zwischendurch, weil ich in den Lava fall. Jetzt geht's erstmal zum Lord Rylon, dann machen wir es Shanox und dann geht's Richtung Balokor und dann sind wir gleich bei Raggi. Bei Raggi! Da oben ist der Eingang. Bei Lande war ich auch irgendwie nur ein, zwei Mal bis jetzt. Ich sag dir auch, das ist fast doch jetzt 4 Jahre her und ich kenne sie trotzdem noch. Spüre sie auf, finde sie, damit ich ihnen ihre Strafe auferlege. Ach, Sterbi. So, hab ich es jetzt eigentlich gerade überlesen? Was für ein Gewinnspiel hast du eigentlich mitgemacht? Würde mich mal interessieren. Was hättest du da gewinnen können? Vor allem wo? Also. Der jetzt tot? Nee, ach, das war der. Ach Gott, das war ein scheiß Movement. Große, ja.
Geil, linker Fuß. Hä, an den erinnere ich mich nicht. An linker Fuß, rechter Fuß? Ja, das erinnere ich mich nicht. Da hast du linke Fuß, dann rechte Fuß, dann kannst du auf die Schnauze hauen und dann fängt er wieder von vorne an. Ja, aber direkt kaputt. Genau. Oh, guck mal, mit rechts drei sogar geschossen. So, wo müssen wir jetzt hin? Jetzt sollte in der Mitte der Boss kommen. Jetzt sollte Shanox erscheinen. Was haben denn diese scheiß Viecher, die mich hier ständig verfolgen? Ich kann auch nicht mounten, seitdem ich die Spinne gelegt habe. Also. Ja, ich habe hier überall diese Midi-Feuervögel, die mir auf den Keks gehen. Ey, Phantom. Ja? Ich sollte von Devil sagen, dann lern endlich mal in der Lama zu schwimmen. Habe ich versucht. War ein bisschen warm. Ich brauche ein Ziel. Also, kalt geht, schwitzen ist scheiße. Ah, da kommen Hundis. Ja, den... Hat den irgendjemand mitgebracht? Also, wenn du schwitzen scheiße findest, dann ist mein Job ja nichts für dich. Wieso? Ich bin Bademeister. Ich arbeite auch in einer Sauna. Ich schwitze so gut wie den ganzen Tag. Dazu sage ich jetzt nichts. Wieso? Den Boss umgebraten? Sehr schön. Den habt ihr schon weggeholt? Ja, Shanox ist ja nicht. Ich hab damals in der Folge hier drinnen noch gemacht, ey. Ich hab noch nicht mal angefangen, irgendwas zu machen. Also ja. Muss sagen, ich freue mich echt drauf, wenn das dann rauskommt und wir gemeinsam die neuen Indies uns angucken können. Also ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr ja alle dann am Suchten seid, wie so irre. Ich heb mir das Ganze auf für den Stream. Alles gut. So, jetzt können wir hier drinnen den, hast du auch schon gebraten, den. Blizzard hat an dem Streamer, wo ich war, ein großes Paket verschickt und daraus wurden nun verschiedene Päckchen gepackt und heute gab es nun ein Plüschraptor, eine 15 Years Anniversary Goldmünze und eine 15 Years Anniversary Artbook zu gewinnen. Oh, coole Sache. Aber das ist echt praktisch, dass ich muten kann, weil die lernen es nicht. Selbst wenn ich quatsche, da wird einfach reingequatscht. Das gibt's echt nicht. Also. Baby. Was, wer stirbt? Aber klingt cool, irgendwie dieser. Klingt cool. Aber schade, echt schade. Da kriegt lebendige Funken, was ist das denn? Whites. Ich bewundere Hartnäckigkeit. Balorog hat diese Festung tausende von Sternen in Lebzeiten lang. So, jetzt kommt der, also für den damaligen Erfolg war das hier der allernervigste Teil einfach, ey. Boah. Okay. Ja, tue Buße, das Ding hat so genervt. Fleht jetzt um Gnade. Ja. Und vielleicht hat sie. Ständige hinknien, ne? Ja, Phantom so weiß noch, was ich rede. Ach Gott, das nicht. Es gibt schlechte Erinnerungen. Ich erzähle dir gleich mal, was ich meine, bevor wir den da wegnieten. Okay. Habt ihr auch eine Quest bekommen? Nee. Ich habe irgendeine Quest bekommen. Dann hast du wahrscheinlich schon was gemacht. Oh, ich kann aufmounten. Hey, cool. Ja, ne, aber es ist so. Aber warte mal, bevor du da gleich. Ja, ich bleib auf der Brücke. Ich glaube, ich muss mir noch ein Makro machen. Für? Also ohne Makro ist das Ding eigentlich kaum zu schaffen. Ja, brauchen wir aber nicht, das ist egal. Ich erzähl dir mal kurz, was ist. Du siehst ja die Arena, die hier durch den Rand ist, ne? Ja. Du siehst da vorne die jeweiligen die Kugeln. Zum. Komm im Stream, mein Schatz. Nein, für den damaligen Erfolg, ich möchte es dir nur sagen, brauchtest du 8 Leute, die das gleichzeitig können. Du siehst ja immer diese, du siehst ja, er castet da vorne, wie heißt das Ding? Flammen. Genau, kniet vor der Flamme. Bevor das Ding durchgecastet ist, musstest du knien. Aha. Das müssten 8 Spieler nacheinander oder gleichzeitig machen. Gleichzeitig. Gleichzeitig müssten bei dieser scheiß Kugel da ankommen. Okay. Du da siehst. Und die dann anklicken. Du quasi hast quasi immer Zeit, wenn er castet, loszurennen, nach vorne zur Kugel zu kommen, knien zu drücken und hoffen, dass du es rechtzeitig gemacht hast. Sagen, die müssen nicht gleichzeitig ankommen, die müssen nur halt alle ankommen. Genau, die müssen halt alle ankommen und dann gleichzeitig auf die Kugel klicken. Genau. Also können wir das ja jetzt gar nicht machen. Nee. Nein, das brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, wenn du jetzt mal guckst, ne, wir rennen jetzt mal durch, jetzt gehen die Kugeln nämlich weg gleich, siehst du? Genau. So, und für den Erfolg musst du nämlich bis dich da vorne durcharbeiten. Genau. Richtig. Deswegen, du musstest dir ein Makro erstellen mit Knien. Dass jedes Mal, wenn er anfängt, den Scheiß zu casten, dass sich alle hinknien. Das hat ewig gedauert, bis du dann vorne angekommen bist.
Und sobald es einer versaut hat, nicht rechtzeitig gekniet hast, musstest du eine Woche warten. Yay, ja, ich hab ein Haustier bekommen. Was? What? Okay. Boah, ich fließe die Schultern. Aus der Kiste. Nein, egal, nicht für mich. Mittlerweile braucht man nicht mehr 8, man glaubt nur noch 2 oder 4. Blizzard hat's geändert. Danke. Mute Teaser. Ich glaube, 5. Eine Gruppe brauchst du, glaube ich, noch. Eine 5er Gruppe brauchst du, glaube ich, noch. Da sind wir doch. Ja, ja. Sehr gut. Naja, egal. Aber wir haben. Ich habe damals mit meiner Gruppe auch mehrere Anläufe gebraucht, um den Scheiß zu schaffen. Guck mal, Feuerwürmer. Also passend zu. Zu dem Boss hier. Ich hatte Ragnar doch schon getötet. Warum lebt denn der wieder? Sauerei. Oh, hab ich den nicht? Bin verwirrt. Bin so verdammt langsam. Oh ja. Das ist. Wir kommen ja heute mal an. Danke, wir kommen nicht rein, das ist ja schon klar. Ja. Was? Scheiße. Toll, du hast uns den Loot versaut. Ah. Bitte einmal hinlegen, Reset. Ja, einmal sterben bitte gerade. Bumm. Tipp mal schneller. Oh, ich habe extra meinen Kernhundenwelpen geholt. Jetzt schon rum. Bumm. Ich habe aber auch kein Loot. Hä? Ich dachte, er ist gerade nur verschwunden. Nee, den habe ich getötet eben. Einmal mit Profis, ja, Mutizer, vollkommen recht. Einmal mit Profis. Ja, ja Dossi, der ist verschwunden. Ich habe ihn getötet. Mal töten. Ich kann sogar von hier aus draufschlagen. Gib mir da einen Hammer. Wie oft soll ich ihn eigentlich noch töten? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Nein, Scheusal! Eure Zeit ist gekommen! Oh, eben schon da. Da ist er. Oh, guck mal, da hat zwei Füße. Es ist also vollbracht. Vielleicht. War kein guter Loot. Helden, ich habe einen Zweihandstreikfolgen bekommen. In eurer ich habe nur einhändig gekickt. 37er Loot. Oh, Hammer Fürsten, das war damals ein Riesending. Jetzt haben wir Ragnaros getötet und jetzt muss hier eine weitere Seite rumfliegen. Platz irgendwo auf dem Boden oder? Ja. Gibt's eine Bank? Nein. Ja, die Bank von Ragnaros. Da flackt er halt sonst immer rum in keine Dase. Das ist die Seite 161. Okay. In der Tat. Muss jetzt hier irgendwo rumliegen. Hm. Ja, ich glaube, ich hab sie, oder? Was? Jo. Ja, hier liegt sie bei mir. Ach, gerade voll vorbeigelaufen. Ja, ich habe nur was dunkel-schwarzes, viereckiges gesehen. Boah, Alter, ja, okay. Und haben wir gedacht, okay, das kann ja nur eine Seite sein. Der Wind, das Auge. Ah, ja. Okay. Hier kommt eine Hand und klaut mir Wasser. Ich glaube, ich bin. Ey, was? Mein Wasser. Kommt einfach eine Wand hinter dem Bildschirm hervor. Ich dachte, die bedient dich immer nur. Nee. Kleinen Moment noch kurz. Dieb. Ja. Wink mal in die Kamera und sag Hallo. Hallo. Jetzt sag wenigstens Hallo. Ah! wenn sie schon mein Ding klaut. So oft ist deine Frau ja auch nicht zu hören. So, ja, nee, deswegen, die hält sich gerne im Hintergrund, das war's. Ja, das letzte Mal, wo wir sie gesehen haben, war das nicht bei dem 7 Days to Die Stream, wo ihr gemacht habt, wo sie ins Bild reingelaufen kam? Boah, das weiß ich nicht. Oder Schüssel? Irgendwann kam sie mal ins Bild reingelaufen, ja? Ja, so. Ich glaube, das war damals. Oh, jawoll. Oh, GZ Devil. Die Reise geht weiter. Ja, wohin? War nach Uldum. Nach Uldum? Ach du Schande. Okay, was ist der schnellste Weg? Sturmwind. Immer Sturmwind.
Eigentlich könnten wir alle anderen Städte abschaffen und sagt, es gibt nur noch Sturmwind und Okoma. Warum ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe, meinen Ruhestein mal auf Sturmwind umzustellen, ne? Weil ich auch nicht. Aber ich kann über Borealis auch hin, also. Ich mach das jetzt über Dalaran und dann Portal fertig. Ja, ich auch. No Devil abstauben. Post? Ja, ist halt voll der Abstauber, gell? So, wir haben Naziata, Silithus. Silithus hört sich doch ganz gut an. Der Postmeister hat Post für mich. Ja. Hatte ich auch gerade. Ja, ich war auch noch dran. Es ist mal nicht der Auktionsmeister. Stell mir gleich das ist mal. Ja, deswegen kann ich ja. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ist zwar nicht. Wahrscheinlich darf ich es nicht. Das kann ich nicht benutzen. Welche sonst noch irgendwas Tolles? Wo müssen wir Uldum hin? Fragezeichen? Ungefähr? Ja, Uldum, Gott, wie spricht man das aus? Viernal Delta müssen wir. Gesundheit. Deswegen. Ja. Viernal Delta. Oh, die Arena wurde von Klonkopf geöffnet? Oh. Nee, eben nicht. Ne? 3 Sekunden war ich zu früh. Ach, der Devil hat die Arena geöffnet. Ja, da könnten wir auch eigentlich gerade Thron der vier Winde gehen, da gibt's doch auch einen Mount. Echt, was gibt's da für einen Mount? Das den komischen Drachen da. Weil ganz ehrlich, ich würde das jetzt einmal durchmachen hier. Ja, lass mal das eine durchmachen, genau. Wo ist denn das Viertel da drauf? So eine Ruine da. Ja, das ist Uldum, ne? Ja, mach Uldum müssen wir. Ja, das Problem ist, es steht nicht drauf. Was? Ja. So, wo müssen wir hin? Wie heißt das Ding? Oh Gott. Wo genau ist das? Weil wie Nova schon sagt, das ist hier nicht auf der Karte drauf. Ja, ich muss da auch gerade mal gucken. Ich glaube, da ist um die verlorene Stadt der... Sprech bitte einmal mit Cidioromi oder wie die da heißt. Hier ist doch gerade eine World Quest. Ja, nee, die machen wir bitte nicht. Das ist das Schwarze Imperium. Das ist eine... Sie sieht das ja auch nicht. So weit sprecht einfach mal mit der Cidioromi, die da steht. Wer die Quest für den Rücken legendär noch nicht gemacht hat, sieht da nichts. Ich weiß. Der ist in der alten drinne. Achso, gut, dann war ich mich schon in der neuen hier gewesen. Ja, ich auch. Ich weiß also nicht, ich habe hier schon das Ding. Also die legendäre Umhang-Quest angefangen ja. Alle anderen interessiert das. Soweit ist Torsi noch nicht. Ich muss dann die komische Ding da anlabern, ja? Wo ist denn die? Okay. Da. Hab ich angelabert? Ja, welche komische Ding? Was ist jetzt passiert? Erkläre. Ja, Cidioromi. Was für ein Name, ey. Cidioromi? Cidioromi. Da kommst du in das ursprüngliche Ding rein, gell? Ja. Also, wer will denn da hin? Ich auch nicht. Ja, wieder alles neu entdecken. Unten sein. Das war schön. Ja, Uldum war echt schön zum Questen. Ja. Weiß nicht, habe ich glaube ich auch nie so richtig gemacht. Ja, hier gibt es halt die schönen Indiana Jones Anspielungen. Oh ja. Mit Harrison Jones, ne? Ja, genau. So. Richtig? Toll Bier hier. Die sind richtig. Okay. Ich dachte, dass das die alte Stadt der Toll Bier ist. Und hier im Süden gibt es die nächste Seite. Das ist die Seite 655. Also irgendwo hier jetzt auf diesen kleinen Inseln. Naja, ich guck gerade mal. 655. Das hat jemand von euch ein Koordinaten mal drauf? Nee. Ja. Nee. Achso, ja, doch. Such mal 70, 78. Warte mal, 70. Das ist ganz hier außen. Warte, kann ich da eine Markierung? Ja, wie erstelle ich eine Markierung? Ah, da. Bitte da. Da lang. Hä? Hier auf diese. Ich sehe keine Markierung. Räume Phantom einfach. Die müsst ihr sonst teilen im Chat, damit wir die auch sehen. Ja, ich weiß. Muss hier aber hier auf dieser kleinen Landspitze sein. Ja, da. Irgendwo. Ah, hab sie.
Cool. Ah ja, geht direkt da. Ja. Die Feder, das Grab, ein Skarabäusmond. Was könnte das heißen? Ganz genau, wir müssen jetzt nach Dalaran und dann nach Tal der ewigen Blüten reden. Welches Dalaran? Was für ein Ding? Schlacht um Orgrimmar, der Raid jetzt. Welches Dalaran ist das? Einmal nach Sturmwind und dann Tal der Blüten rüber. Ich hab 10 Minuten Cooldown. Zum Glück führt nicht nur ein Ruhestein nach Sturmwind. Ich hab keinen mehr frei. Es gibt ja auch noch ein Portal zurück nach SW. Welcher Ruhestein führt denn bitte noch nach Sturmwind? Nein, also relativ kurzer Weg. Mit Dalaran, Ruhestein nach Dalaran. Ja, okay. Und dann das Portal nehmen, der Ruhestein Garnison. Ja. Kannst du nach Sturmschild und dann nach Dalaran. Und mein Ruhestein geht nach sowieso nach Sturmschild. Und dann geht's auch nach Sturmwind. Also ich bin dafür, dass da auf alle anderen also nur noch einen Ruhestein gibt. Und auf einen Ruhestein 5 Orte verlinkt werden können. Wäre, glaube ich, einfacher für alle. Ich muss sagen, ich mag solche Schnitzeljagden, ehrlich gesagt. Aber die ganzen Ruhesteine nehmen Platz im Inventar weg. Diese Texte, kein Verraten einem, wo man hin soll? Genau. Ah. Was? Ich wäre jetzt nie bei Skarabäusmond auf Orgrimmar gekommen. Die Schlacht um Orgrimmar. Ja, da wäre ich trotzdem nicht bei Skarabäusmond. Was hat das damit zu tun? Wo war jetzt hier das Portal? Ja, da müssen wir, glaube ich, wieder in die andere Zeitlinie. Also ich mag Schnitzel. Ja, ich mag auch Schnitzel, definitiv. Schnitzel sind immer gut. Ja. Oh ja, ein Pommes. Schnitzel jetzt wäre super. Ja. Döner. Ich wollte auch gerade sagen, heute ist Dönerstag eigentlich. Aber ich hatte heute schon Dürum. Wo war denn das Portal hier? Hier gab es gar keins. Doch, hier gab es eins. Ich habe es vorhin auch gesehen. War es denn jetzt nochmal? Hey, ich habe vorhin auch eins gesehen hier. Das war... Was nicht sonst hier eine Ecke? So lange her bei mir? Portal. Keine Ahnung. Also nur drüber Silithus und da dann das Portal nehmen nach Sturmwind. Ja, deswegen ja auch Wiener Schnitzel. Ja, hau nicht ab. Naja, ich nehme nämlich über Silithus, da weiß ich wenigstens. Ja. Also. Silithus, gute Idee. Ruhestein. Warte, sagen meine Ruhesteine. 7 Minuten noch. Hey. 8 noch bei mir. Ach, du hast das Mount auch noch nicht? Glocker? Nee. Was Mount Farm angeht, bin ich ganz. Ganz weit weg. Ist auch nicht so mein Ding. Ich sammle gern solche Dinger. Ich kam noch nie dazu. Aber ich finde sowas ist ganz entspannt zu dem alltäglichen Dungeon-Wahnsinn. Also ich sammle ja immer noch meine 1 Million Gold für die Spinne, ne? Okay. Und wie viel bist du schon? 11.000. Läuft bei dir. Ja, ja. Also ich nehme gern Goldspenden an. Ich bin erst bei 9.500. Aber bei dem, was ich euch eigentlich schon an Geld zugeschaut habe. 9.500? Ja, mir geht's genauso, was ich dann Geld schon rumgeschustert habe. Ja. Ich sag's immer wieder gerne. Falsche Fraktion. Ja gut, ich habe ja jetzt aber auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, ne? Ditto. Ich habe erst den Bronto geholt, jetzt noch die Spinne. Puh, nee, lass mal. Ja, Bronto ist auch gut, weil der Bronto soll ja jetzt eigentlich wegfallen, ne? Den gibt's auch nicht mehr, außer im Schwarzmarkt. Was ich irgendwie beschissen finde, ehrlich gesagt. Ja. Was für ein Schwarzmarkt? Das Schwarzmarkt-Aktionshaus. Wo du Sachen für überteuerten Preis kaufen kannst, die es dazu nicht mehr gibt. Monster im Chat. Lohnkorb! Du alter Monster-Triggerer. Ausrufezeichen Monster, um einmal Nachtfalter kloppen zu können. Vielleicht kommt er ja wieder. Ah. Achso, das ist mein Tiagas. Na, komm ja. Ja. Komm mit! Dann das Tal der ewigen Blüten. Achten, ja. So, wo müssen wir hin? Tal der ewigen Blüten.
müssten wir über ein Jahr weit, glaube ich, gehen. Ja. Ja. Achso. Moment, lass mich doch erstmal nach Sturmwind kommen. Pandaria war ein schönes Addon. Mir ja, mega definitiv. Spaß. Ja, auf jeden Fall. Pandaria war ein schönes Addon. Habe ich angefangen. Portal der vier Winde hast du gesagt, ja. Mhm. Ja, wir müssen, um es genau zu sein, in den Schlachtzug Schlacht um Orgrimmar. Ladebildschirme. Ach, da müssen wir ja wieder zu den komischen. Sag mal, wann ladet ihr eigentlich so lange? Ich weiß auch nicht. In Instant da. Wo müssen wir hin? Ich auch. Tal der ewigen Blüten. Also über dem Tal der vier Winde ist das. Ah. Das Ding. Erstmal das richtige. Ja, da müssen wir noch zum Schrein. Nee, warte mal, wo war das? Zwischen unserem Mogus. Mogushan-Palast. Achso, Mogushan-Palast, genau. Jadewald hört sich richtig an. Ah ja, da. Tal der ewigen Blüten. Wollte schon sagen, jetzt hab ich mich falsch geportet, aber passt ja. Ja, ich sitze auch immer noch im Ladebalken von Panda fest. Jetzt, ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Also, als ihr noch Sturmwind geportet habt, also in der Zeit bin ich erst losgeportet und als ihr rausgekommen seid aus Sturmwind, war ich schon im Pandaria. Oh, wir haben das Kriegsskelett gekloppt. Na, hallo, die Waldfee. GZ an Nova, an Devil, an Klonkorb und an Phantom. 250. Doch, Sitala. Hast Cup-Punkte. 3000 hast du auch schon wieder, ja? Was heißt hier schon wieder? Oh. Endlich mal wieder. Hey, jetzt guck mal, Klonkopf, was der an Punkte hat. Wasser. Ja. Ja. Wasser. Bei 30 Stunden. Respekt. Ja, irgendwie räume ich hier ziemlich viel ab. Ja, die. Vor allem, wenn du in der Arena gewinnst, da kriegst du halt echt ordentlich Asche. Jo. Und der hat ja auch keinen eigenen Sound, wofür er ständig 50 Punkte bezahlen muss, wenn er den auslöst. Nee, der kostet nix, die eigenen. Doch. Was? Kostet auch 50. Guck mal an deinen Commands. Mach ich gerade. Warte. Da steht sogar 50 hinter. Sounds. User gebunden, kosten 50. Ja, okay. Und Phantom so, mach doch mal die Klüsen auf. Ich will fly! Ah, wie kann man hier nochmal rein? Janova? Was willst du denn mit Fleisch? Einfach so. Einfach so, weil du es kannst. Aber es ist besser, als wir brauchen. Ich hab gedacht, ich gebe mal 50 Punkte aus. Ich muss gerade überlegen. Genau, sonst nicht, dass wir bald so viele Punkte haben und hier eine Insel Dingsbums haben. Insolvenz? Inflation? Inflation, danke. Ah. Insolvenz haben wir nicht, Phantom. Ja, dann machst du irgendwann mal so wie Shira. Dann gibst du an 10.000 Punkte oder 1.000 Punkte. Dann machst du Ach, wo ist die Ziro Dumme? Singen. Das will ich weder dir noch mir antun und noch jemand anderem. Die Mini-Pandas anlabern da oben drin. Ja, wir müssen die Zirodomi anlabern, die den Umhang schon wieder hatten. Ne? Also, nur das so. Warum? Ja, weil du sonst nicht in den Schlachtzug reinkommst. Ja, weil du bist doch hier unten drunter. Ja, dann sag mir mal, wie du da mit dem Wasser da reinkommen möchtest. Ah, okay, ja. Ich sehe das Problem. Ich habe nämlich. Mit welchem Wasser? Ja, genau dasselbe habe ich auch. Wenn wir die Umhang-Quest haben, sieht das hier ein bisschen anders aus. Ah, okay. Was? Hä? Die da. Was muss ich machen? Jetzt in den Schlachtzug runter. Ach, hast du das Wasser? Wenn ihr da jetzt gerade eine Invasion von Ensort habt, müsst ihr mit Zirodomi reden. Wenn nicht, habt ihr alles gemeinsam auf. Wo ist denn Zirodomi? Nur diesmal fürchte ich. Also ich muss sagen, ich war hier nur im LFR drin. Ich mach mal kurz Folgen rein. Ich geh mal ganz kurz für kleine Dosis gleich wieder da. Ey, du musst schon sagen, wo die ist. Naja, warte, ich geh raus. Dossi folgt dir. Okay, alles klar. Dann muss ich machen. Nein! Ja, hier, Klonkorb, hol euch ab. Ich komme nicht raus. Du siehst doch, in der Mitte ist dieser Boden, wo das Char rausquellt, ne? Wenn du diese lange Treppe runter gehst. Moment, ich muss erstmal hier oben raus. Oh. Jo. Also, dann geh mal die Treppe runter, komplett.
die da kommen, diese ganz lange Treppe, wo unten dieser große Brunnen ist. Ich flieg mal. Ja, du siehst ja auch auf der Karte direkt das Symbol Schlacht um Orgrimmar, ne? Der grüne Kreis da. Ja. Jetzt flieg mal ein Stück geradeaus, so dass du quasi außerhalb des Brunnen bist und guck auf den Brunnen rauf. Dann siehst du, dass da unten ein Eingang ist und da fliegst du runter. Moba dürfte den schon sehen, da wo er ist. Ach, hier unten. Ja, komm mal zu mir, Phantom. Bei mir löst das Portal einfach nicht aus. Ich komme hier nicht raus. Ja, und dann da unten ins Wasser. Da unten. Ich sehe es gerade. Ein bisschen dämlich gemacht. Ja. Wenn du halt so die Überquest hast, kommst du hier nicht rein. Deswegen mussten wir gerade drauf drücken. Oh, das ist ein Witz. Was? Da ist Witz. Moment. Ja, da sind sie. Guck ich gleich mal. Wenn die Leute nicht wissen, dass sie schwimmen können, um zum Raid-Eingang zu kommen. Ja, das, ich habe den nie gemacht. Deswegen. So, ich habe einen Witz für euch. Und zwar der Devil hätte gern den Witz Nummer 12. Stimmt wieder einer seiner eigenen. Das ist ein Cody-Witz. Papa, warum hast du eigentlich keinen Porsche? Wenn der Grund nach dem Grund fragt. Benutzt, um alles Leben ein sehr schöner Witz auf jeden Fall. Den finde ich gut. Natürlich, ne, Cody. Wasser, das Tal am Leben gehalten hat. Das überschüssige Wasser, grünes Fischkörper. Das Tal der vier Winde in das. So, und hier müssen wir uns jetzt zum vierten Boss durcharbeiten. Zum vierten Boss. Können wir alle machen? Gibt's hier einen Mount? Ja, hier gibt's einen Mount. Aber nicht in dem Modus, wo wir drin sind. In welchem denn? Ja, mystisch. Und ich komme nicht mehr raus, toll. Das ist jetzt schade. Bevor es tief in den Boden sickert. Und ganz Pandaria besudelt. Tot. Nein, nicht tot. Nee. Ja, der Teil ist. Ja, ich weiß. Hab ihn. War hier schon öfter drin. Was müssen wir jetzt machen? Die Tropfen. Die Erz kaputt füllen. Ich bin zu langsam. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Alter, ich hab sie doch angeklickt. Tot. Tropfen weg. Irgendwo dort jetzt noch von. Boah, das war so eine richtige Clowns-Fiesta als noch. Ja, macht ihr mal. LFR war. Langsam. Ich sag ja nur, gerade mal diese Sagerasse im LFR. Die drei Schwestern. Hab ich nicht gemacht. Richtige Clowns-Fiesta, ey. Oder Antoros war auch halt richtig toll mit den beiden Hunden im LFR. Immer wieder Spaß gemacht. Bin ich froh, dass ich das nie geradet habe. Ja, also. Das war meine HC-Zeiten. Yay! Da hinten ist eine Truhe, Dossi. Was, wo? Ja, da. Voll übersehen. Ah, was Schönes drin. Oh, sie kriegt die ganze Zeit Streitkolben, obwohl ich sie nicht tragen kann. Würde ich mir Gedanken machen. Ich habe auch einen bekommen. Als oh, das stimmt, ich habe auch einen bekommen. Jäger. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Ich habe mehr so das kristallisches Auge gekriegt als Hals. Was für ein Zerfall. Oh, lohnt sich's schon zu schalten? Bestimmt nicht. Nein, das ist nur nicht. Ich kenn's ja nicht, deswegen. Nutze ich die Zeit, um mir noch was einzuschenken, bevor der Dieb wieder kommt und den Rest des Wassers klaut. Das ist die letzte Flasche hier im Haus. Grüße gehen raus, ne? An den Dieb. Was denn? Du bist auch noch da. Gut, dass er das jetzt nicht mitgekriegt hat. Oh, hey. Da wäre der Mod-Titel weg gewesen, ey. Einfach später nochmal rein, wenn die aus die dann weiß versetzt sind. So, hier. Oh nein. Nein. Geil. Der goldene User was moved to your channel. Beinahe böse auf mich. Ja, bitte. Das ist kein Problem. Ich zieh's dir von deinen Stunden ab. Alles gut. Macht nix. Ich drück einmal den Reset-Knopf. Ja. Ruckstein C.
Ihr erinnert euch. Ich keinen Stundenlohn kriege. Was ist mit euch geschehen? Wie war das? Freischaffender Mitarbeiter versorgt dich selber? Ja. Weiß es nicht. Das hier war auch toll. Das hat auch Spaß gemacht. Oh ja. Ich bin noch gar nicht so weit. Wenn wir die schon klatschen? Ja, aber was alle da sind. Ja, einmal kaputt haben. Wenn ich hinten dran bin, wartet auf den auf mich. Hält ihre Geister hier gefangen. Da rennen wir aber auch nur wild durch die Gegend. Hat nicht gereicht, oder? Nicht ganz. Sind doch schon tot. Ja, jetzt ist es tot. Ja, ich meinte mein, er meinte mein Schwerfeuer nicht ganz gerecht. So, Lila Siegelring hatte jetzt nochmal Aufwertung gekriegt. Dem ihr eure Leben geopfert habt. So lang? Wir folgen. Ich folge. Okay. Wenn wir hier gerade durch. Oh, russisches Wasser. Du Wodka. Wie soll ich denn eigentlich folgen? Antwort dem Mammut hinterher. Den Mammut. Kann einer nach hinten schießen? Irgendwie so. Ja, dann weiter. Dann einfach weiter, das ist gerade ein Höhenfeuer. Die laufen wir alle hinterher. Ich bin unaufhaltsam. Oh, falsche Richtung. Tempo. Einmal verklickt und schon rennt man die falsche Richtung. Atemberaubend. Guck mal, der ist schon wieder. Dieser Titan. Hübsch hier. Sie muss lange ja. Vor unserer Geschichtsschreibung versteckt werden. In Reels habe ich auch nicht nur einmal gemacht. In der Kammer vor uns, unter unserem friedlichen Land, aber ist auch schon ewig her. Schlummerte das Herz eines alten Gottes. Halt! Oh je, was ist das denn? Darf ich ihn hauen? Ja, den darfst du gleich hauen. Keine weitere Verderbnis wird in die Herzkammer vordringen. Ach, das ist so eine Herzkammer wie in Ding. Silithus, oder? Nein, ja. Nein. Wir sind hier, die Verderbnis aufzuhalten und Pandaria zu retten. Ihr wünscht, die Verderbnis auszutreiben? Ja, bitte lasst uns durch. Solltet ihr dieses Tor passieren, zu diesem Zeitpunkt werdet ihr scheitern. Ihr alle seid mit dem heimtückischen Makel des Stolzes beschmutzt. Ihr seid stolz auf eure Taten. Und das wird euer Untergang sein. Wenn ihr die Verderbnis besiegen wollt, müsst ihr sie erst in euch selbst bezwingen. Okay. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, euren inneren Dämonen gegenüberzutreten. Ja, aber ein bisschen schneller reden. Gut. Sei froh, dass es nicht wie bei Baumbarts ist in Herr der Ringe. Dann bräuchte man ein paar Stunden. Stellt euch unter Beweis. Was denn hier? Und ich lasse euch durch. Was müssen wir jetzt machen? Das, was auch immer da gleich kommt, kaputt machen. Okay. Oh. Das Schar, das kommt. Das Licht reinigt. Aber es ist nicht sanft. Ich kann das seid nicht angreifen. Und ich lasst euch leuchten. Angreifen. Oh, mach Stabby. Ihr wurdet gerichtet und für würdig befunden. Doch seid gewarnt. Als nächstes wird eure Seele aufs Äußerste getestet. Also von Klassen angepasst. Wenn Loot kennen die hier aber nicht. Nicht wirklich. Zeitpunkt nicht. Die Kammer betreten. Da war noch Selbstverteilen angesagt. So, alles töten. Okay. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Die Verderbnis wird stärker. Die Fragmente müssen gereinigt werden, bevor sie Überhand nimmt. Ich brauche ein Ziel. Ich bin noch ein Fan davon. Kansu. Ja. Die Fremdlinge. Vergebenes. Da kommt es. Stellt eure Herzen und eure Seelen. Gut. Ruhig, alter Freund. Komm zu den Heilern. Wieder.
So, das war unser vierter Boss. Jetzt sage ich euch, in allen dieser Ecken liegt die nächste Seite. Erstmal die Truhe looten, das ist wichtiger. Höllschreis Arroganz hat also das letzte Schar entfesselt. Ich bin nicht überrascht. Oh, was gibt's Schönes? Seht mal, er hat seine Waffe zurückgelassen. Blutschrei. Kapsel. Was, wo? Er hat also da wo ich bin. Verloren. Wo bist du denn? Da, wo ich einer der Ecken. König Vrins Flotte nähert sich in Schnee, Sand und Steine. Unten links. Nicht nur die seine. In Schnee, Sand und Steine. Ironforge. Ich wo ist der Sand, bitte? Euch, Lord Temar. Die Allianz belagert die Stadt. Und wir werden Höllschrei vernichten. Schnee, Sand und Steine. Eure Truppen kommen uns besser nicht in die Quere. Boah. Es ist immer wieder ein euch zu sehen. Jaina. Was könnte das? Bei denen halt noch fertig machen? Das ist ein Portal, das ist ein Portal. Ja, das ist das, aber falsches Portal, das wollen wir nicht. Warte. Ja. Sind wir jetzt eigentlich fertig? Mit dem Raid? Ja, sonst wäre hier kein Portal gekommen. Nee, das, der geht doch weiter. Nein, der Raid geht noch weiter. Die gehen ja beide nach OG und jetzt wird das mit OG halt weitergehen. Aber ihr könnt jetzt mal kurz rätseln, was Schnee, Sand und Stein bedeutet, weil ich muss mal kurz pullern. Danach sage ich euch, wie es weitergeht. Ich brauche schon mal. Ich schon mal zurück und gehe auch nochmal pullern. Schnee, Sand und Stein. Also das ist echt eine gute Frage, weil... Also ich würde mal sagen, vielleicht Nordend? Aber da habe ich doch Schnee. Ja, da ist zwar und? Schnee, aber wo ist der Sand? An der Küste, Boreanische Tunnel, wobei ich das ist Schnee. Ich wollte gerade Drachenöde, Küste. Drachenöde, ja. Schnee, Sand und Stein. Vielleicht der Würmtempel. Ja, ich glaube auch. Oder halt wahrscheinlich auch wieder ein Schlachtzug, also der Auge der Ewigkeit. Entweder Obsidian-Sanktum oder Rubin-Sanktum. Eins von beiden, vermutlich schwer. Oder bin ich gerade falsch? Ach so, ihr meint Drachenöde? Ja, Würmtempel. Wahrscheinlich einer dieser zwei Raids drin. Ich glaube eher Boreanische Tundra. Die ganz links ist doch diese Insel, die mit Stein drumrum ist, mit Sand drumrum ist. Ja, aber Schlachtzug Major Pain kenne ich gar nicht. Was ist da drin los? Was? Schlachtzug Major Pain, hä? Prüfung des Kreuzfahrers. So, bin wieder da. Prüfung des Kreuzfahrers. Oder Uldor? Einfach mal. Major Pain ist ein Hammerfilm. Okay. Ja. Okay. Okay, der Nexus könnte auch sein. Weiter gibt es einen Außenposten von den Borgarok. Vielleicht ist das. Ja, da ist auch noch Schnee hier. Wo habe ich die wieder herbekommen? Haben wir uns irgendwie schon auf Nordend festgelegt, ne? Ja, so ein bisschen. Ich porte auf jeden Fall mal. Also ich glaube schon. Und Sturmwind. Schönen Tag auch. Wo waren hier nochmal die Portale? Da hinten. So, jemand Ahnung? Also wir haben uns irgendwie alle auf Nordend geeinigt, sind uns nur nicht ganz sicher, welche Inni. Nordend. Ich war irgendwie so beim Nexus, da der Schlachtzug. Ich bin so ein bisschen Prüfung des Kreuzfahrers. Mhm. Ich sag Würmtempel. Okay. Wir müssen Höhlen der Zeit einmal bitte. Oh. Ach du heilige Mutter Maria Gottes. Da gab's aber auch ein Portal in SW. Ja, im Magierturm. Dann gehen wir in diese so allseits beliebte Inni, Brunnen der Ewigkeit. Oh. Ich glaube, die kenne ich gar nicht. Oder? Der Ewigkeit. Weiß aber nicht mehr, welche genau das war, aber ich habe keine guten Erinnerungen an diese Inni, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ist eine Inni zum Vergessen. Eine Inni zum Vergessen? Ich wüsste nicht mal, welches Portal das hier ist. Ganz links. Bündnerzeit. Nee, ich meine in der Höhle der Zeit, welcher Inni-Eingang gibt's ja mehr. So.
Warum ist denn hier überall Feuerwerk in der Höhle der Zeit? Wegen WoW-Geburtstag. Ah. Ja, der findet da statt. Ach, ist der immer noch? Ja. Ach Gott, da runterlaufen. Du kannst fliegen, ne? Ich kann doch fliegen. Stimmt, fällt mir gerade so ein. Da läuft einer. Ja, habe ich auch gesehen. Oh, Level 19, aber es sind gerade keine da. Schade. Ein T. Hey, ich habe hier Quest abzugeben. Das ist interessant. Das ja, ist das Paket. Ist doch mit gedacht. Ja. Also ich habe vorhin alle meine Questen gelöscht. Ich wusste, ihr taucht irgendwann. Aber ich kann hier eine Quest annehmen. Ja, du konntest dich hier unten auch, ich glaube, letztes Jahr Todesschwinge holen. Es reicht hier. Dieses Jahr musst du halt, wie das Reittier, wie heißt das, den PvP machen. Ach Gott, PvP ist ja ekelhaft. Das Widder da. Die finde ich nicht schön. Oh, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Was war das? Brunnen der Ewigkeit, gell? Ja. Brunnen in der Ewigkeit. Oh. Und da kommen einfach geradeaus. Ach doch, den kenne ich. Kommt mir bekannt vor. Er ist nah und verbirgt sich in den Können ja auch gleich Schlacht um Hyal machen. Warum? Du da, Teufelswache. Wir sammeln die Seiten ein. Wie viele haben wir jetzt schon? 4? Gute Frage. Wir sind jetzt beim 6. Zettel. Ja, jetzt schon, okay. Oh, cool. Soweit schon. So, jetzt müssen wir unseren Freund Illy da erstmal wiederfinden. Erstmal warten, bis alle da sind, ne? Das ist die Inni. Achso. Einer fehlt noch. In den Schatten. Ach, guck mal, da ist er doch schon. Da wieder der Krieg. Das uralte Modell. Ja, ich konnte hier nicht mehr aufmounten. Alles gut, wir warten noch. Ich gehe da mal kurz durch. Uns in den Schatten. Verborgen vor unseren. Kommt mit mir. Ach, das war das. Oh. Die sind endlos. Ja, jetzt fällt mir die Inni wieder ein. Und vergessen. Ich hatte sie vergessen. Ja. Profi? Ja. Ich hab mich nur kurz schlafen gelegt. Ich werde sie aufhalten, sodass wir vorbei können. Haltet euch bereit. Ihr Schicksal ist besiegt. Ups. Oh. Können wir die nicht wegklopfen einfach? Zerstört hab den ich. Energiefokus des Portals. Ist okay. Tot. Ist tot. Da war was, ja. Lauf, lauf! Wir gehen. Bleib dich bei mir. Blut. Wieso kommen wir da jetzt nicht mal rüber? Sie doch. Strömen ohne Unterlass aus dem Palast. Weil ihr schlecht seid. Warst du mal dran. Oh, das wird ein richtiger Spaß, diese Inni. Ich hab ja gesagt, so eine Inni zum Vergessen. Meine Klingen sind durstig. Ich höre grenzenlose Begeisterung im TS. Ja, definitiv. Stört den Kristall, sodass wir weitergehen. Bleib dich bei mir. Ich glaube, ich habe die sogar ein paar Mal als Tank gespielt. Ja, ich habe die ja nur als Tank gespielt. Ach Gott. Der Gestank von Blech, ja, Dauertank. Diese Portale sind genauso verderbt wie die Dämonen selbst. Ich brauche ein der Ziel. Legion! Lasst uns dieses letzte Portal bei Vengeance. Vengeance. Sammeln. Ich bin dann auch mal da. Ist verschlossen. Okay. Ist verschlossen. Wo bleibt denn der aus? Standen ist verschlossen. Der braucht ein bisschen, der labert ein bisschen. Ach, da kommt er. Auf das Ding. Zerstört den Energiefokus des Portals. Aufmachen, Drogenfahndung. Bleib dich bei mir. Ein Moment bitte. So, kooperieren Sie und Ihnen wird nichts geschehen. Hab nichts. Die Dämonen dürften alle verschwinden. Wir werden im Handumdrehen am Palast sein. Wer hat die Portale geschlossen? Schlaue kleine Würmer. Die Dämonen strömen nicht länger aus dem Palast. Wir müssen hier lang. Wir können weiter. Müssen wir nicht noch irgendjemanden hier besiegen? Ach. Zu einfach. Kommt hier nicht noch ein Boss? Das ist doch. Keine Ahnung. Der Wächter, der kommt oder gleich, oder? Hier schon. Da oben hängt noch ein Wächter-Dämon rum, ja. Aber gut. Ah, da ist er. Niemand. Oh. Hallo. Lass mich doch auch mal draufhauen. Aus dem Jäger ist der Gejagte geworden. Ein Boss. Oh, das waren 240er sogar schon. Gute Arbeit.
Doch für den Moment muss ich allein weiter. Gute Jagd. Ah, wo ist der Führer? Hast ja Glasboden, ne? Hast du mal Angst, was zu verwechseln? Dass du irgendwo durch ein Loch fällst? Oh ja, erstmal hier einfach durch. Erinnert mich immer an Satisfactory, als wir Glasböden hatten und manchmal doch ja. Keinen. Ja. Manchmal war da doch ein Loch. Ach, guck mal, ist doch schicke Aussicht hier. Alles so grün, ne? Mhm. Überall brennt's. Und da ist Königin Ashara, wenn man sie nicht kennt. Die man dann irgendwann mal in BFA über den Haufen ballern kann. Erst dann? Yep. Ja. Oh Gott. Ja, Ashara ist ja die Naga-Königin. Ne? Ja, genau. Ja. Was müssen wir eigentlich machen? Warten, bis sie ihren Dialog beendet hat. Ich bete, dass das Licht der tausend Monde mir diese Ehre gewähren. Geh weg! Die hat geredet? Bei mir hat die gar nicht geredet. Ich habe kein Ziel. Ja. Wieso sterbe ich gerade eigentlich? Weiß ich nicht. Du hast Feuer auf dir. Licht der Lichter. Mein Leben gehört euch. Einfach mal schlafen. Warte. Setz mal einen Seelenstein auf dich. Okay. Oh, Manoroff. Eine Truhe. Königliche Bandschütze. Jo, und gleich müsste hier ein Drache kommen, mit dem wir fliegen können. Achso. Zu Diensten, verehrte Königin. Aber ich kann auch nicht fliegen mit dem. Das ist ja auch kein Drache. Nee, nicht wirklich. Das ist eine dunkle, schwarze. Nicht nur eine Fledermaus. Da kommen wir Drachen. Helden. Wir wurden von Nostormo gesandt. Schnell, steigt Schwester, auf. Schau, wir müssen euch zur Drachenseele bringen. Natürlich krieg ich den. Das letzte Mal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Ja, nix. Erstmal nur mitfliegen. Oh, das fand ich cool. War das nicht Oculus, die Inni? Wo jeder sich so einen Drachen raussuchen muss. Einer für Schaden, einer für Heilung und sowas. Ja. Absolute Grauen. Ich fand das irgendwie cool. Das ist auch die Indie, wo die meisten immer noch direkt rausgehen. Aber auch nur, weil sie auf ihre Klassen fixiert sind und dann Angst haben, ja, nicht zu blicken. Wir haben ihn verloren, Schwester. Er ist nicht mehr Neltari. Die Macht der Seele zerreißt ihn. Niemand wird sie mir wegnehmen. Die alten Götter beschützen die Seele. Die Verbindung zum Portal muss unterbrochen werden. Auf zu Sturmgrimm. Schön, dass man halt fast nichts sieht, weil alles so schwarz ist. Ossi, hast du eigentlich den Witz schon erzählt? Ja, so dann. Ja? Wenn, du das wenn Nova das weiß, schließen, hakt er den nicht ab. Und hier sehen sie 300 zu nachhelfen. Eines mächtigen Dämons aufrechterhalten. Ach, Tyrande. Ich kann seinen Willen nicht unnütz. Alleine brechen. Ja, ich bin irgendwie immer noch im Kampf, ich weiß nicht wieso. In Ordnung, dann brechen wir ihn für dich. Er weiß, was wir versuchen. Wir haben nicht viel Zeit. Der Wald wimmelt von seinen Dämonen. Armselige Kreaturen. Sind es kaum durch, wert, ne? Eine Legion genannt zu werden. Banaront. Ach, da ist er ja schon. Müssen wir jetzt wieder warten, bis irgendein scheiß NSC kommt? Ja. Kommen nämlich die drei unnützen Nachtelfen gerade. Kommen die automatisch oder müssen wir die ansprechen? Nee, die kommen gerade angetigert. Hat schon seinen Grund, warum. Kann ich schon mal weitergehen? Ja, aber hier ist ein Boss. Was machst du da? Moment, ich habe eine Idee. Kann man den nicht irgendwie so ein bisschen anschubsen, so ein bisschen den Schnabel pieken? Volk nicht konnte. Vielleicht ist dein Schnabel einfach zu klein. Ja. Ja.
Ich kann die ungezügelte Macht des Brunnens der Ewigkeit spüren. Schluss mit diesem Theater! Ah, jetzt kommen wir. Oh. Hallo? Ja, hallo. Wir konnten. Ich war schon ein Boss weiter. Bautem, sorg dafür, dass ich von diesem Gesindel nicht gestört werde. Ich hab schon vor dem nächsten Wache, zu den Posten wartet. Für eure Königin! Für Ashara! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann oh, das nicht Katze. Angreifen. War da was? Ich wollte gerade sagen, oder was? Kümmert euch um Bauten! Malfurion, er hat es geschafft! So. Das Portal bricht zusammen! Weißt du, was gemein ist? Warum werden wir hier... ich hab hier Instanz verlassen, annehmen. Nicht verlassen. Also annehmen bleiben. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Ja, weil wir alle keinen Schaden gemacht haben, kriegen wir jetzt auch keinen Loot aus der Kiste. Ich hab Loot bekommen. Ich hab Schaden gemacht. Das ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt ist es für euch nur wichtig. Auf einem der Treppenabschnitte in der Nähe ist eine weitere Seite verborgen. Seite 1127. Das ist aber ein dickes Buch. Also hier komme ich nicht auf der Treppe. Auch nicht. Treppenabschnitt. Die Drachenseele ist wieder sicher. Ich hab's. Hinein in das Zeitportal. 1127. Wieder in die falsche Richtung. Betrachtet starr die Schlacht. Malfurion. Ist der nächste Hinweis. Oh, Tyrande. Wo ist gute Nacht alle zusammen. Götze, alles klar. Schlafe gut und danke schön fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Mach's gut. Gute Nacht. Bruder, genau zu ja, haben Zeit. Jeder den Zettel? Ja. Warte. Der Brunnen ist aus. Ich kann hier nicht aufsitzen. Ich bin irgendwie die ganze Zeit im Kampf. Okay, alles gut. Krieger wieder. Kann ja nichts dafür, wenn ihr die Mobs nicht killt. Wo sind die blöde Seite auch da oben? Hätten wir den Boss ja gar nicht gekriegt. Doch, das ist ein Spawn, Seite. Ja, gut, jetzt weiter. Achso, die spawnen immer nach dem Boss erst. Genau, begebt euch nun zurück nach Dalaran. Bitte? Welches? Und wir wollen wieder ins Tal der ewigen Blüte. Auch seine Umgebung. Um genau zu sein, wollen wir jetzt zum Shadowpan-Palast. Oh, also nach Stormwind, nicht nach Dalaran. Warum bist du nicht geflohen? Warum hast du deine Hand in hab noch 1,40 auf Grundstein. Ein Monster. Kann mich jemand porten? Incoming Monster. Ja, und bis ihr da seid, habt ihr mich geportet. Ja, ich mach's auch überall. Also, ich geh aber auch bei Boralus also, bis gerade. Ich in Sturmwind bin, ne? Ist ein Ruhestein auch wieder da. Wir können auch, wie gesagt, dann porten. Wie gesagt, wir haben ja zwei Hexer dabei. Ja. Ja, ich dachte, das ist eine richtige Schnitzeljagd hier. Das ist Seite 7, oder? Oder 8 sogar schon? Zum Glück hat man ja mittlerweile drei Ruhesteine. Willst du jetzt den Text von vorher nochmal sagen? Welchen Text? Welchen? Mit den drei Ruhesteinen. Teil der ewigen Blüte. Hast du vorhin schon mal erzählt, Phantom? Okay. Ja. Stell den Whisky beiseite. den habe ich schon eine Weile beiseite. Bin schon wieder beim Ausnüchtern. Wo mussten wir jetzt nochmal hin? Shadowpan-Palast. Ja, ich bin zu den falschen Portalen geflogen. Dann wieder Jadawald. Kunlei-Gipfel war da, glaube ich, da oben weg. Na? Portal ist Jadawald. Ist Jadawald, ja, ich wollte gerade sagen, Jadawald ist wahrscheinlich der schnellste Weg dahin. Oh, das Krümelmonster. Wir haben das Krümelmonster geklatscht. GZ an mich selber, an den Devil, an Klonkorb, an Nova und natürlich auch an Phantom. Putzige 77 Dositaler. Ja, ganz grundsätzlich, wenn wir das Krümelmonster nicht töten würden, klatschen würden, sollten wir auch nicht mehr an der Monsterjagd teilnehmen. Ja, die Gewinnchance beim Krümelmonster ist, glaube ich, 100%. Also, ich glaube, selbst wenn nur einer mitmachen würde, aber es geht, glaube ich, erst ab 3. So, wohin nochmal? Shadowpan-Palast. Wo ist denn der? Unlei-Gipfel. Ah, da hinten, okay. Oh, dankeschön fürs Füttern, Nova. Ja, gerne.
Wir haben es auch fast geschafft, das ist nicht mehr weit. Ja, also wenn ihr da seid, ein Port wäre toll, weil bis ich jetzt hinten dran bin, ihr wisst ja, der langsame Krieger. Alles gut. Ey. Was hast denn du gerade geklatscht, Klonkopf? Hier war ein Ramob. Okay. Man so im Vorbeigang auch mitnehmen, ne? Ja, warum nicht? Und Nova, was macht dein Garten? Und gedeiht. Er ist voll ausgebaut. Alle Quests rein durch. Ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe auch schon da. Damals habe ich auch nichts gemacht. Ja, auch nicht. Same. In Duranoch-Zeiten habe ich immer schön an meiner Garnison gearbeitet, ja, aber. Ja, immer schön Holz sammeln, ne? Holz sammeln und so weiter. Selbst das habe ich nicht gemacht. Ich habe ja auch die ganzen Questen immer übers Handy schön gemacht. Hm. Oh. Eieiei. Ich bin wieder so müde heute. Aber wisst ihr, was schön ist? Was denn? Morgen ist Freitag. Ja, jetzt wo du es sagst, morgen ist Freitag. Ja. Was ist damit? Wochenende. Meinst du, da fängt meine Arbeit wieder an? Das ist ja mir egal, ne? Eine Müdigkeit vortäuschen, dass ich... Nein, nein. Alles gut, alles gut. Mein erster Freitag seit dem 25.10. Heute? Oder morgen? Samstag. Ah, Samstag. Bis das Telefon klingelt. Nee, keine Bereitschaft. Sag dich auch freier Tag. Ja, wenn man halt schon so ein bisschen länger frei hat, dann ist einfach jeder Tag Wochenende. Ja, ich habe letzte Zeit irgendwie vergessen, welcher Wochentag überhaupt ist, weil ich habe ja nur durchgehend gearbeitet. Wieso das ich? Das kann auch ganz schnell mal passieren. Ich helfe dir doch mit den Streams immer. Du weißt doch immer, dass Dienstag und mit Donnerstag Streams sind. Ja, und was war letzte Woche bitte? Danke. Ja, gut, okay. Aber ich habe es immerhin geschrieben, also kann ja, man sich aber, ja daran orientieren. Ja, aber 15 Stunden auf Arbeit komme ich nicht so richtig dazu, YouTube zu lesen. Hm. Oder woanders nicht? Zu lesen. Hm. Nee. Kein Verlass hier. Nee. Seid ihr schon da? Nee. Dicke ja. Dabei habe ich mich am Dienstag sogar noch bemüht, rechtzeitig da zu sein, zum Stream. Du warst stets bemüht, ne? Genau, und dann streamt er nicht mal. Ach, du meinst letzte Woche. Magst du mal zu uns kommen, Phantom? Wenn es sein muss. Ich glaube, okay. Da hast du einfach das nur verpeilt, weil ich habe es, glaube ich, relativ früh erwähnt. Letzte Woche. Ich habe ja gesagt, ja, klar, hast du es früh erwähnt. Dienstags irgendwann. Wort kommt. Selber. Und wer erinnert sich jetzt noch an den Text? Schaut der irgendwas mit der Schaut der Zart. Warum bin ich hier die ganze Zeit im Kampf, ey? Wartet kurz. Dann lock dich aus und wieder ein. Ey, Dossi, du hast das letzte Woche irgendwie dienstags geschrieben, dass du nicht mehr streamst. Ich hab's erst gelesen, nachdem ich zu Hause war und mich auf den Stream gefreut hatte. Leg mal auf das Verdammnisportal. Das Verdammnisportal denn? Wollte gerade fragen. Danke. Alle einmal draufklicken. Oh je. Ich weiß auch nicht, was es ist. Oh je. Vielleicht zack, alle woanders. Ich weiß nicht, was das ist. Klick mal drauf. Oh geil. Ja, cool. Einer gestorben. Warte, ich hab hier ein Messer dabei. Oh je, das Messer. Ach, den hier mal jemand weg hier? Ja, ist auch schon weg. So, mal gucken, ob ich jetzt auch sterbe. Oh ne, geht. Cool. Das Ding gibt nicht mal was? Hm? Höchstwahrscheinlich ist es damals für die Ureinwache noch gewesen. Aber gut, kommen wir zurück. Wer erinnert sich noch an den Text? Irgendwas mit Schlacht betrachten, oder nicht? Genau, von der Ruhe irgendwas, bla. Was könnte das sein? Schlacht betrachten. Da ich mich hier nicht auskenne, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ein stiller Beobachter, die Schlacht zu betrachten. Hier, so eine Figur. Ah, stimmt, ja. Ah. Ja, abs... Was? Wo? Rechts weiter hier, rechte Statue.
Juwelenbesetzter Beobachter. Oh Gott. Jetzt wird es interessant, wer damit was anfangen kann. Juwelenbesetzter Beobachter. Was ist denn jetzt die Seite? Da, wo ich drauf sitze. die Schlangenstatue hier drüben. Ich wollte gerade sagen, es gibt die Jadeschlange. Genau. Das ist die einzige, an die ich mich jetzt gerade erinnere. Nee. Ist es nicht? Juwelen. Gibt es sonst Juwelen? Ist es denn aus Pandaria, oder? Nein, es ist nicht in Pandaria. Oh, der Schade des Zorns ist da. Und ist wahrscheinlich jetzt tot. Ja, ja. Das stirbt er. Es ist nicht... Nicht Pandaria. Juwelenbesetzter... Ich verbinde immer Pandaria mit Juwelen. Raynor ist es auch nicht. Ich gebe euch einen Tipp, in der Nähe waren wir schon. Oh, schön, dass wir schon auf so vielen Kontinenten heute waren. Es ist aber nicht in Karazhan oder so, ne? Ich wollte gerade sagen, auf einem Kontinent waren wir heute noch nicht. Scherbenwelt. Ja, stimmt, aber was Scherbenwelt? Er hat ja gesagt, da waren wir heute schon. War geht die Reise zurück ins östliche Königreich. Uldum. Oh, schon wieder. Oh. Schön, dass mein Ruhestein nach Dalaran schon wieder frei ist. Ja, meiner auch. Ja, meiner nicht. Einmal Return to Uldum. Spawn die nach der Reihe, oder wie? Also man kann die nicht einfach so holen, sondern... Nein, müssen... du musst genau diese Reihe machen. Okay. Also sonst siehst du sie auch nicht. Ah, okay. Also diesmal müsstet ihr mich porten, weil ich habe noch 6 Minuten auf meinem Ruhestein. Das kriegen wir hin. Alles gut. Einmal nach Uldum. Müssen wir uns da auch wieder Phase wechseln? Ja, ja, für die Leute, die den Umhang wie gesagt haben, die Phase wechseln wieder. Ist das die letzte? Fast, ja. Das heißt nicht ganz. Also wir sind so gut wie fertig. Ja, ja, klar. Die 9. Seite. Arena. 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 Also Level. Selbst Ausrufezeichen, FFA. Was? Welche Beleuchtung? Selbst morgens schon mit Beleuchtung. Wie gesagt, nicht vergessen, die den Umhang gleich haben. Ah, wir bleiben aber in Uldum, bitte. Scheiße, wir können dich nicht porten, Klonkopf. Wieso? Warum? Weil die anderen den Umhang nicht haben und ich werde höchstwahrscheinlich, oder warte. Vielleicht doch, warte mal, lass mal. Ich habe den Quest doch angefangen. Also ich habe Umhang. Ja, dann müsst ihr auf jeden Fall in die Zeitzone, wo das noch nicht da war, ne? Schon. Was habt ihr mit diesem scheiß Umhang? Ich verstehe hier immer nur Bahnhof. Es gibt eine Questline in BFA, das nennt sich Rückkehr des Schwarzen Prinzen. Über diese Questline kriegst du einen Umhang quasi, was die Gebiete in BFA nochmal ändert so ein bisschen. Ja, so das sind dann so Aufgaben drin. Ich wollte gerade sagen, da wirst du über die ganze Welt verteilt. Über die ganze Welt gejagt. Schrecklich. Damit du diesen Umhang bekommst. Ist der aber, ist legendär dann. Ist aber ganz lustig, das Ding. Okay. Questreihe ist ganz lustig. Ja, aber jetzt unnötig. Jetzt unnötig. Also diese neue Animation finde ich echt witzig. Also der soll Portal. Halt bis Level 55, wenn man ihn auf Stufe 10 hat, noch relativ gut mit sein. Kann ihn ja leveln. Also egal, das ist da. Ja, gut, da. Ich habe ihn auf Stufe 1. Ja, dann drück mal drauf, damit wir den... Ja, guck mal dabei. Weiß noch nicht, in welcher Zeitlinie du jetzt hier landest. Musst du gleich mal gucken, ne? Wir holen ihn ja eigentlich in unsere. Ja, wenn du daneben ist, ja die Ding. Ja. Kann er direkt wechseln. Hast du einen Port gekriegt? Schlangenbesetzter, Juwelenbesetzter Beobachter. Ist das das Grab des Kartut? Und gewonnen hat Klonkopf schon wieder, ey. Alter. Gebet ja nicht. 500 Dositaner. So, und wir gehen zur Halle des Ursprungs. Okay. Da. Wo ist die? Bang. Ach, da, in die Richtung. Da lang. In die Inni oder nur an die Halle?
nur an die Halle und dann überlegt da nochmal ganz genau, was im Text drin stand. Wählen besetzter Beobachter. Korrekt? Ja. Aber ganz ehrlich, wie soll man von Juwelen besetzter Beobachter auf Uldum kommen? Also, ich würde jetzt an das Ding da rechts denken, aber... Aber der ist ja nicht Juwelen besetzt. Das weiß man von dieser Entfernung. Ah, ich weiß, hier die eine Statue, die hat Juwelen. Ja, dass es eine Statue ist, war ja klar. Ja, aber das ist die einzige, die Juwelen hier hat. Juwelen besetzt. Ja, ja. Der hat hier den Ding, wahrscheinlich unten an den Füßen, oder oben auf der Schulter, eins von beiden. Aber bis jetzt lagen die Dinger immer unten. Ja, hier liegt sie. Wenn man auf dem Mount ist, echt ey. Das geht. Man darf nur nicht draufstehen. Strahl des Sonnenaufgangs. Strahl des... Sagt mir auch irgendwas. Ich denke jetzt gerade spontan an die Scherbenwelt. Nein. Nein, okay. Oh. Strahl des Sonnenaufgangs. Wenn man jetzt wüsste, wie alt diese Questreihe ist, ne? Legion. Legion. Dann würde ich jetzt an Draenor denken. Nein. Auch nicht. Strahl des Sonnenaufgangs. Sonnenbrunnenplateau? Nein. Bergrand? Denkmal an Osten. Denkmal an Osten. Wo geht die Sonne auf? Im Osten. Osten. Ja. Osten. Was ist das Gegenteil dazu? Na, Westen. Westen. Jetzt ja. Überlegt mal. Was gibt's im Westen? Was gibt's auf Kalimdor? Wir sind in Kalimdor. Ja, was gibt's da noch? Na, Uldum ist links. Also, Ankiral. Nee. Also, die Sonne geht am Osten auf, das ist richtig. Das sind ich gebe euch den Tipp, es ist in den östlichen Königreichen. Okay. Westfall? Richtig. Der Leuchtturm? Der Leuchtturm. Der Leuchtturm in Westfall. So, wie komme ich jetzt am Staus hin? Ruhestein, Garnison? Ja, Ablingzeit. Habe ich den überhaupt noch? Ja. Wieso habe ich jetzt einen Papierzeppelin bekommen? Dann fliegen wir nach Sturmschild. Oh, nee, ich fliege jetzt zurück. Ich hätte meinen 25er Magier nehmen sollen. Da hätte ich uns immer einen Port nach SW machen können. Ja, ich fliege über HDZ einfach. Ich nehme einfach den Ruhestein. Ja, der ist gerade aus bei mir. Ja, meine ist auch gerade wieder tot. Tot? Ja. Gehen bei dir die Ruhesteine tot? Aber schön, dass ich das erkannt habe mit Westfall und dem. Ja, aber auch nur mit dem Tipp Gegenteil von Osten mit West. Ja. Weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht auf den Leuchtturm gehen. Auf den Leuchtturm bin ich gekommen, weil Westfall und dann halt durch das, dass wir da so oft schon gequestet haben, auch mit dem auf den Private-Servern, waren wir auch oft dort. Ja. Sonst hätte ich, glaube ich, den Leuchtturm auch Urlaubs nicht mehr im Kopf gehabt. Töten. Schöne Sache. Zinn und Eisen farmen. Okay. Doch, Zinn und Kupfer farmen. War übrigens, Fun Fact, die Seite 5555. Och, so groß, hat das irgendeinen Sinn? Ist das Buch ja auch nicht, ne? Hat das irgendeinen Sinn, die Seiten? Aber nur Seiten. Ja, aber trotzdem. Warum nimmt er dann Seite 1 bis 8? Zettel 7 war zum Beispiel 2351. Und es scheint ja ein ganz schön großes Buch zu sein. Oder der hat immer nur einen Satz pro Seite geschrieben. Es ist das Buch des, es ist halt das Buch des Rätselmeisters. Ja, ist ein Lexikon. Ich habe mal jetzt den Titel geändert, weil der ja gar nicht mehr zum Thema passt. Auszug. Oh, meine Hotkeys gehen nicht. Ich kann nicht husten. Warum geht mein Hotkeys? Oh, jetzt geht das schon wieder nicht, ey. Oh, ich krieg hier eins viel. Du kannst nicht husten, weil deine Hotkeys nicht gehen. Ja, ich bin einer, der tut wenigstens im Stream stumm schalten.
Ist zum Kotzen. Aber er hat ja. Jetzt geht's ja wieder, weißt du? Also sein Hotkey dann doch funktioniert. Ja, nee, ich hab mit der Hand habe ich drauf geklickt jetzt mit der Maus. Ach so, ich habe gedacht, der Hotkey ist dafür, dass du hustest. Nee. Hotkey ist hat sich aber so angehört. Ja, aber es hat sich so angehört. Ja, klar. Ach so, suchst du die Seiten immer. Westfall. Vielleicht oben auf dem Leuchtturm. Also bisher waren die Seiten immer unten auf dem Boden. Komm mal in den Leuchtturm rein. Hier hat gerade jemand einen Ron gepustet. Da hinten gibt es noch so eine kleine Insel. Die waren immer so, dass du sie zu Fuß erreichen konntest. Jetzt kommt der Hammer-Tipp mit den Sonnenstrahlen, ne? Wir müssen warten bis morgen früh. Das wäre natürlich echt bitter. Was weist oder wem weist ein Leuchtturm denn den Weg? Einem Schiff. Also wahrscheinlich irgendein Schiff da unten. Es gibt genug Schiffwracks an der Küste. Ja. Also eins hätte ich hier schon. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Koordinate nennen, wo ihr hin müsst. Ja, hau mal raus, bevor wir jetzt hier 31, 28. 31, 28. Wo seid denn hier alle? Was, 31? 28. Und? Da. Wo ist da? Ja, schau im Chat. Ich sehe da nichts. Ich sehe im Chat auch nichts. Kartenmarkierung, das ist ungefähr der Punkt. Ja gut, ich habe ihn hier auf Gilde. Okay. Bin ein bisschen weiter weg. Okay. Also mal ganz ehrlich, wenn im WoW der Krieg noch so weitergeht, kannst du bald nirgendwo mehr wohnen, weil alles verwüstet und am Arsch ist. Hat Krieg so an sich, ne? Gab's da ein Reittier für? Ja. Deswegen machen wir das ja. Dann habe ich das Reittier gefunden. Ja, ich auch. Cool. Awesome. Oh, cool. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Alter, will mich der Moloch verarschen? Glaub's ja nicht, ey. Wie heißt das Reittier jetzt? Dankenwurm des Rätselmeisters. Nice Sache. Nett. Und auf jeden Fall markiert als Favorit. Ja. Also ich würd sagen, wir fliegen jetzt nur noch mit diesen Reittieren rum. Das ist schon cool, das Ding.